Hallo Leute, ich habe mir für die Expert ein Holster besorgt und zwar habe ich mich da für ein Kydex-Holster der Firma Frontline entschieden. Ich zeige das mal eben. Frontline BFL nennt sich Open Top Kydex-Holster, so steht es auf der Rechnung für die USB-Expert. Ich wollte eins haben, was die Waffe bis zur Mündung hin abdeckt, weil ich Bedenken habe, dass vielleicht bei schmaleren Holzern es passieren kann, dass man mit dem Korn hängen bleibt beim Ziehen. Weil die Expert ein etwas höheres Korn hat. Ist nichts drin. Nicht geladen. So. Das ist ein Sportholster, also so nutze ich das. Als Dienstholster, glaube ich, kann man es nicht verwenden, weil keinerlei Sicherung gegen Fremdzugriff da dran ist. Den Ziehwiderstand kann man anhand dieser beiden Schrauben einstellen. Hier sind so Gummipuffer drin. Den Ziehwinkel, den kann man nicht feststellen, weil das hier so vernietet ist. Diese Halterung. Koppelgröße, also Gürtelbreite, Koppelbreite bis 50 mm. Das sind jetzt noch 40. Das sind anhand dieser Einsätze. Es wird noch ein Einsatz mitgeliefert. Hier kann man das Ganze öffnen, wenn ich das dann hinkriege. Oh, Moment. Das ist noch sehr stramm. Werkzeug. Dann kann man das etwas öffnen, kann man über den Gürtel ziehen, kann man natürlich auch durchziehen, kein Problem. Dann sieht das mal von innen die ganze Geschichte. Für mich ist der Winkel sehr gut, mir reicht das vollkommen so wie es ist. Passt auch sehr gut rein. Sitzt nicht zu stramm. Kann man sich ja selber einstellen, wie man das möchte. Hier hat toll gehalten das Teil, eigene Blödheit. Um vielen ziehen. So sieht das dann aus, wenn die Waffe drin ist. Schön abgedeckt. Wie gesagt, für mich top. Für meine Zwecke. Der Preis war, Moment, ich gucke mal, 37,95 bei Franconia. Ich habe inklusive Versand irgendwie 44 Euro bezahlt. Für meine Zwecke völlig ausreichend. Ja, wenn jemand ein Holster braucht, eventuell dieses. Das jetzt hier mal an einem ganz normalen Hosengürtel befestigt. Hier sieht man mal den Griffwinkel. Ist für mich okay. Ich habe das zwar immer gerne etwas tiefer hängen, aber das kann ich ja ein bisschen runterziehen hier. Und einmal daran. Okay, den Ziehwiderstand könnte ich dann bei den Schrauben hier noch ein bisschen verändern. Aber so, für mich passt das.